So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen auch direkt rüber, aber erst muss ich noch mal kurz dem lieben Maxi Danke sagen für seine Donation gestern. War ein schöner, netter Euro. Gegrüßt war natürlich Max und Luca. So, dann erstmal noch mal Danke für alle, die gestern im Livestream dabei waren. Ihr habt es ja gestern mitbekommen, das Chaos, was Skin Contest betrifft. Ihr habt ja immer wieder drum gebeten, da können wir das nicht mal spielen, können wir das nicht mal spielen. Und gestern habt ihr halt einfach mal gesehen, wie das Ganze aussieht, wenn wir das starten. Es gibt immer irgendeinen, der querschießt. Also ich sage, ich habe bis jetzt bei keinem YouTuber gesehen, wo es wirklich funktioniert hat in einem Livestream mit Randoms. Ich sage, im Prinzip kannst du es nur machen mit Leuten, die in Anführungszeichen bezahlt haben. Weil da kannst du eher von ausgehen, dass die keinen Blödsinn machen. Aber selbst da ist keine Garantie. Also es tut mir halt wirklich leid, dass wir das halt nicht wirklich machen können. Ich weiß, ihr feiert das Ganze schon, wollt natürlich auch zeigen, was ihr in eurem Spin drin habt. Aber ihr habt es gestern halt, wie gesagt, mitbekommen. Das geht 2 Minuten gut und dann fängt doch wieder an. Irgendeiner aus Langeweile. Ach, weißt du was, ich kill den jetzt. Also es funktioniert halt leider nicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein in den Shop. Ihr seht schon hier, Ruby ist da. Und wir fangen direkt vorne auch an. Nämlich, ja, laden, laden, laden. Das ist Ruby. Ganz ehrlich, ich feiere den Skin. Also von hinten ist der wirklich top zu spielen. Aber ohne Rückenaccessoire. Also wenn man dem zuguckt beim Spielen, ist echt nice. Einige haben sich den geholt in der Season 10. Also wie gesagt, mir gefällt der Skin persönlich sehr gut. Aber muss halt wie immer jeder selbst entscheiden. Dann vorweg, vergesst nicht bitte wieder ein Like da zu lassen. Auf Krampf. Ihr wisst ja, ihr seid ein bisschen like-faul geworden. So, wie gesagt, Rückenaccessoire würde ich bei dem Skin wirklich weglassen. Ich würde die komplett ohne spielen. Einfach nur so, wie sie jetzt hier steht. Einfach Top-Skin. Optisch, 1 Plus. Und dann würde ich sagen, schauen wir auch direkt mal weiter. Da haben wir nämlich den Streifenschlitzer. Aber meiner Meinung nach nicht so eine schöne Spitzhacke. Also mir persönlich gefällt sie überhaupt nicht. Aber muss man halt einfach mal schauen. So, dann der Himmelstreifen. Ist an sich, ja, wenn man mit dem Skin spielt, kann man es machen. Aber ich denke mal, den Kleider wird man für keinen anderen Skin benutzen. Weil, ja, nee, nee, mein Kleider wäre es definitiv nicht. So, dann haben wir hier den Skin wieder. Und denkt dran, vergesst nicht, wenn ihr irgendwas kauft, tragt meinen Creator-Code ein, YT-FamilyHack. Am besten tragt ihn schon so ein, damit ihr es auch nicht vergesst, alles schon passiert. So, dann hier auf Annehmen. Und da würde ich sagen, gehen wir mal hier in die große, 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 ins große Paket. Dann nehme ich hier einmal Dämonika mit dem passenden Rückenaccessoire. Das Rückenaccessoire ist natürlich wieder ein 1 Plus. Also der Skin an sich, ich würde ihn mir nicht holen, weil er einfach geschmacklich überhaupt nicht mein Fall ist. Also 0. 0,0 von hinten. Ja, von hinten sieht er wieder deutlich besser aus. Jetzt nicht, weil es eine Frau ist, denke ich immer direkt falsch. Aber von hinten deutlich besser als von vorne. Also vorne überhaupt nicht mein Geschmack. So, dann gucken wir direkt weiter. Da haben wir die glühende Glyphe. Ah, doch, sagt mir was. Ich war gerade schon überlegen, habe ich die schon mal gesehen, aber doch, ja, habe ich. Sieht so recht nice aus. Also, die gefällt mir schon, die Tarnung. Mal gucken, wie es auf dem Boot aussieht. Ja. Ja, selbst auf dem Boot sieht es ganz gut aus. So, dann die glühenden Klingen. Ja, ich habe sie schon. Erstmal nochmal danke, der die mir geschenkt hat. Die sind halt wirklich nice. Also man sieht auch das Glühen deutlich. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Ihr wisst ja, ich bedanke mich immer wieder bei jedem, der mir irgendwas aus dem Item Shop kauft, weil ich selbst bin ja ein bisschen sparsam zurzeit. In dem Sinne, danke nochmal. Dann haben wir natürlich auch die männliche Variante, den Schwefeltyrannen. Ich denke mal, das Rückenaccessoire haben sich viele geholt. Also wie gesagt, das sieht man schon bei einigen. Aber den Skin selber spielt, glaube ich, kaum noch einer. Mal gucken, vielleicht sieht man heute ein paar mehr in der Lobby, aber den sieht man wirklich selten. So, dann der Kleider. Ist ein legendärer Kleider. Gut, man kann auch verstehen, warum. Aber pff,
1500 V-Bucks für den Hängekleider. Eieiei. Aber da sag ich immer wieder, das müsst ihr selber entscheiden. Aber 1500 für ein Hängekleider ist halt wirklich schon eine Menge Geld. So, dann sind wir hier auch schon durch. Wir gucken direkt und Abfahrt. Ja, da der kleine Koloss. Ich würde ihn nicht großer Schluckus nennen, sondern großen Koloss. Aber Skin an sich natürlich nice, aber ist halt ein Brocken, ne? Also da müssen wir uns wirklich im Klaren sein. Man sieht ein bisschen weniger vom Spiel. Aber so an sich, ich habe den auch nicht oft gesehen. Also ihr sagt ja immer, ja, der Skin ist selten. Ich finde immer persönlich, ein Skin ist erst dann selten, wenn ihn kaum einer spielt. Dann ist für mich ein Skin selten. Nicht wie oft der im Shop war oder sonst was. Bringt ja nichts, wenn er einmal im Shop war. Aber alle haben ihn. Weil, wisst ihr, wie ich meine? Dann ist er nämlich nicht selten. So, dazu natürlich die Pickaxe. Bumm. 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 Ja, die vom Aussehen her nicht so toll, aber der Klang ist natürlich 1 plus. Ja, definitiv. Dann noch die Schlürftarnung. Erstmal auch da nochmal danke. Also heute ist einiges, was ihr mir geschenkt habt. Auf jeden Fall, ein Gruß geht raus. So, wir gehen gerade mal die Modelle durch. Ja, aber ist halt Geschmackssache. Also mein Fall ist es nicht. Ich habe sie zwar geschenkt bekommen, aber da bin ich ehrlich, die habe ich wirklich, glaube ich, nie benutzt, außer an dem Tag, wo ich es geschenkt bekommen habe. So, dann gehen wir mal weiter. Da sind wir auch durch. Und hier ein kleines Leckerli. Die Heilandkriegerin. Heilandkriegerin. Die ist echt schon selten. Also die war, glaube ich, so über 250 Tage definitiv nicht im Shop. Aber richtig nice. Also der so auch wieder so ein Skin, gefällt mir. Liegt vielleicht daran wegen Game of Thrones, Thrones, Vikings. Wenn man natürlich so Serien geguckt hat, dann gefällt einem das schon besser. So, was haben wir hier noch drin? Dann Phoenix ist wieder drin mit passendem Rückenaccessoire. Man kennt ihn. Der Skin gefällt mir wirklich. Ich sage immer wieder, mir gefallen eigentlich nicht so die Skins, die halt irgendwie nichts mit Fortnite zu tun haben. Also irgendwelche Masken oder komplett andere Figuren. Aber hier muss ich echt sagen, der Skin gefällt mir schon. Sieht man auch eigentlich nicht so oft. Also so beliebt scheint er nicht zu sein bei euch. So, dann gucken wir weiter. Dann, ja, Handy, ich bin da. Dann haben wir Barry Seller. Schöne Musik, man kennt es. Bam, 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 bam. Ihr wisst ja, jedes Emote mit Musik ist bei mir 1 plus. So, dann haben wir noch wahre Liebe. Oh. Noch einmal. Das ist wirklich OG Season 2. So, dann gute Laune Gang. Auch hier muss ich wieder sagen, danke für denjenigen, der es mir geschenkt hat. Ich hoffe, es weiß derjenige. So, dann haben wir noch beste Freunde. Ah, hört sich nicht schlecht an, aber da sage ich halt auch wieder, kann man sich das dauerhaft geben? Dauerhaft glaube ich nicht. So, dann war das hier mal ein etwas größerer Shop, fand ich. Erstmal danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, ein Like dazu zu lassen. Wir gehen direkt rüber dann noch in Rette die Welt. Alle, die kein Rette die Welt haben, können sich das Ganze gern trotzdem auch angucken. Denn es gibt heute definitiv V-Bucks. Es gibt wieder eine V-Bucks-Mission. Nicht traurig. Traurig, dass wir bisher so wenig hatten. Also ich kann noch mal gerade gucken. Wir haben jetzt in den letzten 7 Tagen, ist das jetzt die zweite V-Bucks-Aufgabe. In 30 Tagen haben wir nur 345 V-Bucks bekommen. Also das ist schon ein bisschen wenig eigentlich. Das ist wirklich sonst immer mehr gewesen. So, kommt, ab rein da. Also nochmal, ich kann jedem wirklich nur empfehlen, holt euch Rette die Welt. Wenn ihr euch eh Skins holen wollt, dann könnt ihr euch auch Rette die Welt holen. So, wir gucken direkt rein, wo die Aufgabe ist, nämlich leider Gottes in Brutal. Wo sind wir hier? 70, 70, 70, 70. Da ist er. Schutzbunker evakuieren, 35 V-Bucks und Abfahrt.
So, wir oh, Stimme. So, wir gehen direkt rein. Heute gibt's Nahkampf. Auch wer braucht denn Nahkampf-Lama? Dann Upgrade-Lama ist auch nicht so toll. Also heute geht's eigentlich nur um Nahkampfwaffen. Also heute sich ein Lama kaufen macht eigentlich gar keinen Sinn. Dann am Shop hat sich nichts verändert. Dauert noch 43 Stunden. Ihr wisst ja, so gut wie leer gekauft. Hier vergesst nicht den Überlebenden zu kaufen. Hier vergesst nicht den Skin zu kaufen. Und dann würde ich sagen, machen wir noch schnell das Lama auf und dann sind wir auch schon wieder komplett durch. So. Zack. Na, 50. Ah, die Skizze habe ich doch schon. Ah, ich hab die aber noch nicht. Gerade mal gucken. Kann ich in die Sammlung? Sammlung, Sammlung, Sammlung. Ja, wusste ich doch. So, dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Eventuell bis heute Abend, aber ich fahre definitiv heute noch mit meiner Frau Möbel kaufen. Also heute könnte es mit dem Livestream ein bisschen schwierig werden. Aber in dem Sinne, haut rein.